Weiter geht's, liebe Freunde der tierischen Strategie und Aufbau bei Timberborn. Ja, wir haben in der heutigen Folge und in den nächsten 4 Folgen, ich nehme das ja immer als Blog auf, relativ viel vor. Ihr habt viele Kommentare geschrieben und ich möchte da gerne mal direkt mit einem Thema anfangen, nämlich mit unseren Baustellen. Ja, wir haben relativ viele Baustellen, oder wir haben eigentlich im Prinzip wenig Baustellen, deswegen können wir ihn hier einmal dicht machen. Und werden dann mit Sicherheit hier fast alles voll haben. Aber das ist in dem Fall nicht so schlimm, denn wir haben genug Alternativjobs. Einmal da an und einmal hier die Schmelzerei aktivieren. Das ist einmal der gute Ockep, der stellt uns unsere Stahlbalken her. Und Quidwill stellt uns das Rohmaterial her. So, also. Hier kommen dann Metallblöcke raus mit einem Verhältnis von 2 zu 1. Und jetzt rechnen wir uns das mal durch. Das sind also 25, 15, 15, das sind also 30, 55. Hier hätten wir nochmal 55, sagen wir 60. Das heißt, wir haben also 60 Metall noch zur Verfügung. Damit müssen wir jetzt haushalten, bevor wir hier hinten ankommen in diesem Bereich. Und ja, das ist jetzt einfach so. Da müssen wir jetzt einfach mit leben. So, die Leute sind natürlich durchaus hilfreich, wenn wir da hinten bauen. Aber da müssen wir jetzt einfach, das dauert dann jetzt einfach ein bisschen länger. Denn ich werde jetzt einmal die Zentrifuge aktivieren und die tatsächlich auch auf Baustellenpriorität A1 Doppelstern setzen. Und dann werden wir hier vorne ein bisschen was optimieren. Wir werden nämlich eine weitere Pumpe bauen. Das können wir auch hier reinsetzen. Und einmal dahin bitte. So. Und dann brauchen wir auf jeden Fall hier einen großen Flüssigkeitstank, dass wir hier auch mal richtig Faulwasser speichern. Wozu wir das brauchen, das zeige ich euch gleich. Wir bauen das erstmal, wenn ich den finden sollte. Der ist natürlich hier. Wir bauen das erstmal alles fertig. Und der hat halt nur eine Priorität. Der ist hier bei 60%. Wo sind wir? 28%. Ist halt mies, ne? Das Ding ist halt voll. Da können wir mehr Faulwasser speichern. Das wird bitte Faulwasser. So. Also, was machen wir damit? Aus dem Faulwasser machen wir dann hier drinnen Extrakt. Ja, ein Extrakt kann man natürlich auf viele Herrenarten verwenden. Zum Beispiel, um besseren Sprengstoff herzustellen. Das ist einmal das Doppel- und das Dreifach-Dynamit. Wir haben momentan hier oben Punkte ohne Ende. Das ist also wirklich überhaupt kein Problem. Das können wir machen. Und der große Vorteil ist, zum Beispiel hier vorne, wenn wir hier unseren Tank tiefer sprengen, apropos Tank, machen wir auch gleich, dann sind wir hier, ja, dann sprengen wir hier immer gleich 3 runter. Und wenn man jetzt hier mal guckt, das sind 1, 2, 3 und dann sind wir schon ganz unten angekommen. Also das ist für mich persönlich die bessere Lösung. So, da habe ich mir überlegt, wir reißen das hier ab. Tja, und die hier, also wenn ich ehrlich bin, tja, das ist jetzt eine schwierige Sache, da ranzukommen. Ich weiß nicht, ob die da rankommen. Wir können dann mal die Priorität auf Maximum legen. Aber es sieht auch nicht so aus, als wenn da keiner rankommt. Steht keine Nachricht. Ich meine, das sind 64 Holz und 24, habe ich richtig gerechnet? Genau, 24 Bretter. Also sollten wir auf jeden Fall nicht einfach so da rumliegen lassen. Und dann haben wir den großen Vorteil, das Wasser hier drinnen kommt jetzt den Pumpen hier nochmal zugute. Und wir sind auch bei 4 Tagen. Wir haben immer noch nicht mit dem Hauptwassertank hier angefangen. Also von daher sehe ich eigentlich auch da erstmal keine Probleme. So. Also, Punkt Nummer 1, wir brauchen das für größeren Sprengstoff. Und dann habt ihr gefragt, sag mal Nerd, warum sprengst du nicht noch weiter? Weil wir hier unten tatsächlich auf der untersten Ebene angekommen sind. Ich zeige euch das mal. Wir gehen mal hier raus, gehen mal nach ganz unten, bauen uns das mal alles ab. So. Und dann seht ihr hier unten die unterste Ebene. Und wenn ich dort einen Sprengstoff platziere, dann geht das nicht. Kann nicht auf der untersten Ebene der Karte gebaut werden. Ja, das heißt, wir sind im Prinzip ganz unten angekommen. Weiter geht nicht. Das bringt mich zum Thema Nummer 2. Also im Prinzip hier sind wir jetzt erstmal durch. Ja, das bringt mich zum Thema Nummer 2. Und das ist hier oben.
nämlich die Buggers und die anderen und andere Sachen, wie wir hier in Beaverly Valley weitermachen. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht, was wir hier machen werden, wie wir das machen werden und wie wir das strukturieren. Also grundsätzlich ist Beaverly Valley, wie ich finde, eine sehr schöne Stadt. Und wir haben hier den großen Vorteil, dass wir hier eine Wasserquelle haben und diese Wasserquelle hier demnächst in einen eigenen Tank einleiten werden. Sofern wir Holz haben, werden wir das mit den normalen Sachen weiterbauen. Wenn wir kein Holz haben, machen wir es halt nicht normal weiter. Also, auch da mir ist erstmal kein großes Problem. Erstmal, also für mich jetzt erstmal kein großes Problem. Und der Punkt ist aber, das ist das, was ihr mir auch gesagt habt, der Bagger baggert normal nach unten. Das heißt, der Bagger baggert von oben nach unten runter und wenn wir dann auf der untersten Ebene sind, gibt es keinen Sand mehr. Das heißt, dass wir eigentlich hier uns am besten runterbaggern, weil das so der höchste Punkt ist auf der Karte. Ja, es gibt da hinten, also könnt ihr da hinten noch eingeben, der ist vielleicht ein, zwei Felder höher. Aber ganz ehrlich, in der Summe müssen wir den Bagger hier hinbauen. Oder meinetwegen auch hier hinten in der Ecke, das würde auch gehen. So, das kriegen wir hin. Das ist in meinen Augen kein großes Problem. Wie gesagt, der kostet 2000. Das bringt uns aber zu dem Thema, dass wir den erst bauen können, wenn wir Metall haben. Der kostet 50 Metall. Das Extrakt kostet schon 30. Das heißt, wir haben definitiv nicht genügend Metall, wenn wir die Zentrifuge gebaut haben. Ja, also, ja, da, obwohl mit viel Glück, wir haben noch 35 hier. Das sind 5, das haben wir gesagt, 65, 70, 80. Mit viel Glück könnte es gerade so reichen für den Erdbagger. Ja, schwer. Egal. Also, wir gucken mal, ob wir den hinkriegen. Das wäre natürlich sensationell, wenn wir das schaffen. Und dann werden wir das da hinten bauen. Dann geht es weiter mit einer weiteren Sache und da brauchen wir auch Sprengstoff für. Deswegen kann ich das jetzt leider noch nicht bauen. Ich möchte gerne hier, und dazu werden wir schon mal den hier wegnehmen. Und den Weg werden wir hier lassen. So. Ich möchte gerne hier in der Mitte mit dem Dreier-Sprengstoff nach unten gehen. Und dann hier im Prinzip eine kleine, also wir können eigentlich schon anfangen mit einem Einser-Sprengstoff. Ganz grob hier. Da können wir schon loslegen. Ein Dreierloch sprengen. Der geht weg. Das ist im Prinzip die Wasserversorgung dahin. So. Genau. So. Und da sprengen wir alles auf eine Zweier-Tiefe, sogar eine Dreier-Tiefe. Und dann kriegt Beaverly Valley auf den Hills eine, wie ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt. Kaffee. Ja, habt richtig gehört. Kaffee. Die Kaffeeproduktion möchte ich tatsächlich hier machen. Das ist mir ganz wichtig. Und zusätzlich wird es dann hier vorne Wassertanks geben und hier kommen Wasserpumpen hin, dass Beaverly Valley, wenn das hier mal alles fertig ist, sich auch selbst mit Wasser versorgen kann. So, also so viel dazu. Jetzt müssen wir nur gucken, ob diese Konstruktion sich hier auch schon mit Sprengstoff versorgt. Niemand ist erwachsen geworden. Wir müssen kurz gucken. Lord Stab. Ich glaube Lord 94. Ich meine, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht geguckt. Asche auf mein Haupt. Ich glaube, dich hatte ich schon wieder mit im Spiel. Nein, habe ich nicht. Bist du ein Teenager? Auch nicht. Das war das dritte Generation. Ich guck nochmal. Oh Gott. Nein, in der fünften sogar. Moment, fünfte, sechste, in der siebten sogar schon. Ich wollte dich nicht jünger machen, als du bist. In der siebten Generation. So, war euch auch wieder mit dabei. Aber den Doc hatte ich schon hinzugefügt. Genau. Der Doc ist noch mit dabei. Alles klar. Gut. Haben wir das Thema auch. Also, das läuft. Jetzt werden wir mal die Sachen hier hinten auf die niedrigste Priorität setzen. Ja, sagen nicht die niedrigste, zumindest ein runter. Denn wir müssen jetzt wirklich erstmal hier vorne, jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Jetzt können wir wirklich hier erstmal das Extrakt produzieren und naja. Wir sind übrigens noch bei 4 Tagen.
Und wir sind in der goldenen Situation, dass wir immer noch Wasser pumpen und unsere Tanks immer noch voll sind. Und die Tanks reichen auch nochmal für 14 Tage. Das sieht also in der Summe, würde ich sagen, schon mal gar nicht so schlecht aus hier bei uns. Das gefällt mir. Okidoki. So, also Stahl wird produziert. Das läuft auch. Jetzt arbeiten die wo dran? Hier. Planken haben wir genug. Behandelte Planken brauchen wir im Moment nicht. Wie viel Sprengstoff haben wir? 67. Das ist natürlich nicht viel, wird aber momentan konstant produziert. Haben wir eine Produktion von... Jetzt müssen wir gerade mal ins Energienetz gucken, das ist aus. Intelligentes Industriesägewerk, Zahnräder. Wir bräuchten eventuell noch eine Zahnradwerkstatt, ne? Ja, machen wir uns mal an. Damit wir jetzt mal ein paar Zahnräder mehr produzieren. Das könnte ein Problem sein. Aber, wie viel Energie haben wir hier im Netz? Aktuell, 800 von 800, das ist jetzt mies. Muss das mies, weil wir noch einen weiteren Motor brauchen. Und der braucht 20 Stahl. Oh, ist das gemein. Okay, damit... Damit können wir uns da oben das Ding definitiv abschminken. Aber wir brauchen ihn, um den Extrakt zu produzieren. Ha, das ist jetzt echt fies. Das ist fies. Den setzen wir mal... Tja, wo setzen wir den am besten hin? Ideal wäre hier, ne? Eigentlich nach da. Zackebumm. Und dann werden wir einmal... dahin gehen und dahin gehen. Okay. Das hat Priorität, das Teil. Nicht, dass sich im Biber einsperrt. Ja. Unschön. Extrem unschön. Gott sei Dank gibt es hier nicht sowas wie eine Luftverschmutzung. Tja, dann müssen wir da auch produzieren. Dann können wir die Zentrifuge erstmal runter priorisieren und erstmal den Motor hoch priorisieren. Dass wir den erstmal bauen. Denn die Zentrifuge bringt uns nichts ohne den Motor. Okay, gut. Also, der Tank ist auch fertig. Sehr schön. Dann können wir hier für schlechte Zeiten jetzt das Faulwasser speichern, damit wir auch mal genügend Sprengstoffe in Zukunft haben werden. Okay, also, Energie wird produziert. Das läuft. Dann können wir mal schauen. Wir sind bei 2 Tagen, wie es hier oben läuft. Ah, die kommen da ran, aber das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr. Hm? Gibt es hier doch eine Distriktbegrenzung? Ich dachte, es gibt keine Längenbegrenzung. Ja, Moment, es gibt keine Längenbegrenzung. Hier ist das Ding zu Ende. Aber er hat doch das Ding auch gebaut. Nein, da gibt es keine Begrenzung. Nein, 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 nein. Oh mein Gott! Red ist gestorben! Manni ist erwachsen geworden. Red ist gestorben an Altersschwäche. Oh Gott. Aber dafür ist Girisha auch an Altersschwäche gestorben. Haben wir überhaupt 9? Da ist ein neues. Mein lieber Red, ich hoffe, es ist okay für dich, wenn du dieser kleine, niedliche Industrial Biber hier wirst. Und das ist einmal der gute Red in der Generation 7. Oh, da freue ich mich drauf. So, dann gab es des Öfteren tatsächlich eine Frage. Jetzt ist... das Wasser leer. Okay, es ist so. Dann gab es tatsächlich des Öfteren eine Frage, warum ich keine tiefen Pumpen oder keine großen Pumpen verwende. Ja, die gibt es nicht bei den Eisenzähnen. Die großen Pumpen sind exklusiv für die Rustikalrutten. Die gibt es ja einfach nicht. Ich kann euch das auch, also ich kann es euch nicht zeigen, was es nicht gibt, kann ich euch nicht zeigen. Aber ich kann euch zeigen, was es gibt und das ist die normale Tiefenwasserpumpe, die tiefreichende Faulwasserpumpe und den Flüssigkeitsableiter. Dann gibt es die mechanische Pumpe, Zentrifuge und so weiter. Mehr gibt es hier tatsächlich nicht. Es gibt Mods dafür, aber solche Sachen gemoddet zu machen, muss ich ehrlich sagen, das finde ich dann zu cheesy, weil es das Ding ja per Default eigentlich nicht gibt. Also das mag ich tatsächlich nicht. Deswegen lassen wir das hier in dem Fall auch weg. Okay, so. Jetzt saugen wir hier ein bisschen am Wasser. Das ist aber überhaupt kein Thema. In 1,5 Tagen kommt es wieder, das Wasser. Und dann sollte das hier... passen. Wir müssen halt sehen,
dass wir natürlich noch einen Tag länger das Wasser benötigen oder unser Zeug benötigen aufgrund unserer Wasserverteilungskonstruktion. So, wie sieht es hier aus? Sprengstoffe werden produziert, das ist wichtig. Wir sind jetzt auch bei Zahnrädern. Kiefernharz ist auch fast voll. Ja gut, das wird momentan nicht produziert. Baum ist auch voll. Gelagert. Ich werde mal überlegen, ob wir für die Fälle der Fälle tatsächlich die Baumproduktion oder den Baumvorrat hier noch einmal stacken an der Stelle. Das ist natürlich extrem doof, weil ich jetzt hier genau die Energie rübergelegt habe. Könnte ich die Energie auch da anschließen? Ich bin mir nie sicher, auf welches Level ich eine Energieversorgung anschließen kann. Ob ich dort eine Energieversorgung anschließen könnte? Ich bin mir echt unschlüssig, ob das funktioniert. Energieversorgung blockiert. Okay, scheint also nicht so zu sein. Okay. Weil ich habe mir mal in die Kommentare geschrieben, größere Gebäude kann man auch auf Ebene 2 noch versorgen mit Energie. Aber in dem Fall nicht. Da die Frage ist, jetzt machen wir ein bisschen langsamer. Wie würden wir hier Energie rankriegen? Jetzt gucken wir mal, wer. Na, nicht abhauen. Wir wollen erst kontrollieren, wer hier sitzt. Darth Silver, eine Strafrunde bitte nach Beaverly Valley und zurück. Molekular bitte auch eine Strafrunde nach Beaverly Valley und zurück. Ja. Euch das an 20 Uhr und nur noch rumsitzen. Nichts machen. Okay, 62 Jahre, 7 Jahre alt. 7 Jahre alt. Also bei ihm kann ich es ja noch verstehen. Der Molekular hat sein Leben gelegt. Ja. Wir können ja mal mit Molekular mitgehen und mal gucken, was er so treibt. Ja, ist doch spannend, oder? Spannendes Leben, also. So, was macht er jetzt? Jetzt setzt er sich ans nächste Feuer. Ich dachte schon. Oh, ein Kohlrabi. Spannend, spannend. Danach noch einen Sprengstoff zum Mittag. Und einmal ab ins Hütchen. Alles klar. Da wird geschlafen und gemacht. Das ist gut. Hier vorne wird in die Ferne geguckt. Und da müssen wir uns auch mal was einfallen lassen, dass wir das nochmal erweitern. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Gut. Also, das haben wir. Dann machen wir uns mal weiter Gedanken, wie wir das hier am besten machen. Und wir müssen halt hier auch mal irgendwann das Thema Lagerfeuer mal angehen. Das haben wir nämlich auch noch überhaupt nicht. In der Stadt. Also wir haben hier viel zu wenig. Es sind 2 Stück oder so. Der Punkt ist, ich möchte das hier ungern abreißen. Es ist halt doof, jetzt hier das Lagerfeuer abzureißen. Kommen wir irgendwo von hinten ran? Ja, das würde sogar klappen. Wenn wir hier lang gehen. Hier rüber. Oder auf dem Weg die Energie langlegen. Und dann von da hinten rangehen. Warum überlege ich das? Die Konstruktion hier ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber wenn wir zum Beispiel den Teil einfach mal komplett umbauen und von hier aus direkt hochgehen, dann könnten wir hier eventuell noch einen Produktionsbetrieb reinsetzen, einen kleinen. Für die Zukunft, was auch immer da kommt. Ich denke da so an Roboter. Die haben nämlich auch, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Wir können die in der Version platzieren. Wir gucken mal. Die Roboterproduktion hat genau die Ausmaße. Und ich glaube, die Roboterteilefabrik, das ist nämlich genau die. Und die kann man schön stacken. Und dann könnten wir hier hinten so eine schöne Wendeltreppe machen und das direkt mit unseren Lagern und unseren Häusern verbinden. Das fände ich hier sehr cool. Aber den kriegen wir hier nicht weg. Aber wenn wir das hier über diese Wege bauen, hier lang und ihn von dort versorgen. Und wir hier raufgehen und dort runter.
Ich werde mir das mal offline überlegen, ob das grundsätzlich möglich ist. Aber dieser Platz hier gefällt mir einfach außerordentlich gut. Und im Moment finde ich, ist das alles grundsätzlich verschwendet und das finde ich nicht gut. So, also was haben wir hier? Er ist fast fertig. Die Produktion von Zahnrädern läuft, Plankenproduktion läuft, Faulwasserproduktion läuft, das ist gut. Was braucht der hier? Metallblöcke? Shit. Ah, Mist. Verdammt. Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Ich dachte, das wäre einer ohne. Tja, dann sind die Metallblöcke fast leer, ne? Das hier oben mal angucken. Ist hier hinten schon irgendwas gebaut worden? Nee. Gut, jetzt müssen wir uns aber erstmal ums Wasser kümmern. Das Wasser ist hier schon wieder sauber. Einmal bitte... Ja, wie machen wir das? Auf Zweier, auf eine Zweierhöhe. Die bitte auf 0,5. Und da bitte auch auf 2. Und da bitte auf ein halbes. So könnte das eventuell funktionieren. Okay, gut. Dann einmal den hier zu. Das müssen wir auch nicht weiterleiten. Warum wir das auch immer hier reinleiten sollen. Aber wir machen es einfach mal. Keine Schaden. So. Wasser. Ja, sollst du das nicht daraus leiten? So, da soll's durch und da bitte. 0,5 ist dann doch vielleicht, aber ich will hier nicht zu viel haben. Kommt hier nochmal irgendwas? Okay, jetzt kommt's, aber vielleicht doch ein Tuck langsam, ne? Wir werden es beobachten. Wir müssen ja nur unsere ganzen Tanks voll kriegen. So, also bitte einmal hier auf 1. Bitte einmal da auf 2. Und bitte einmal die auf 2,5. Der ist angrenzend. Und den bitte auch auf 2,5. Sehr schön. Aber das auch schon. Goodie. Tja, dann können wir jetzt ein bisschen schneller machen und zusehen, dass hier hoffentlich unsere Tanks voll werden. Und das sieht doch erstmal schon mal ganz gut aus. Das fließt hier alles rein. Wir gucken mal da lang. Ich glaube, ich bin tatsächlich froh, dass ich hier noch was gebaut habe. Ich glaube, das könnte hier problematisch werden. Hier fließt jetzt auch rein. Da hinten auch. Wunderbar. So, dann sind wir jetzt bei 3000. Dann werden wir jetzt nochmal 1, 2, 3, 4 Pumpen mehr aktivieren. Aber ich glaube, wir brauchen im Moment nicht mehr. Wir müssen das mal beobachten. Ne? Vielleicht hier vorne. Vielleicht machen wir nicht die hier hinten an, sondern wirklich die. Das geht dann einfach, das geht dann ein bisschen schneller. So. Sind wir immer noch so viele Biber? Das passt. Da geht's weiter. Molekular ist gestorben. Oh nein. Oh Leute, das kann doch nicht wahr sein. Das tut mir jetzt wirklich leid. Gerade sind wir noch, oh mein Gott. Gerade sind wir noch mit ihm Mitte gegangen und haben gesagt, warum der den ganzen Tag rumsitzt. Ja, warum sitzt er den ganzen Tag rum? Weil er fast vom Tode war. Oh Gott. Asche auf mein Haupt. Das tut mir leid, Molekular. Das war ein ungehobelter Klotz, der hier dieses Video macht. Ja. Wir werden dich natürlich selbstverständlich direkt wieder ins Spiel mit reinholen. Schutz. Schon wieder zu wenig Häuser hier? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. So, das ist einmal der gute Molekular in der Generation 6. So tun wir das. Ja, gedanced wird hier auch gut. Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt müssen wir erstmal eine Sache checken. Wo wohnt denn der gute Molekular? Und wieso zum Henker haben wir schon wieder zu wenig Häuser? Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht andauernd hier zu wenig Häuser haben. Das gibt doch nicht. Ist der angeschlossen hier? Ja, an den Pfaden angeschlossen. Beaverly Hills hat noch 16 frei. Beaverly Valley? Ja, genau, hier ist es. Ja, 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 ja. Warum? Weil wir dort das Häuschen bauen. Genau, alles okay. Dann haben wir's. Gut, dann können wir weitermachen. Und den guten Molekular, wo hat es ihn hin verschlagen? Da ist er. Mein Lieber, genau. Dance mal eine Runde. Entspann dich ein bisschen.
Und ich verspreche dir, ich lasse dich auch in Ruhe. Trink mal einen Schluck, genau. Ein Pilz vielleicht noch zum Abendessen? Ich habe einen Spezialpilz für dich. Das ist so ein, der wurde beim Metallbau gefunden. Das ist so ein roter mit weißen Punkten. Vielleicht schmeckt dir der ja. Das ist extra für dich. So. Tja, also hier brauchen wir noch keine Häuser. Mein Plan ist eigentlich auch nicht, hier noch weiter welche zu bauen. Ich möchte hier oben eigentlich zwei von denen noch haben. Und dann irgendwann die Dinge auch natürlich auch nochmal weiterbauen. So, wie sieht's da aus? 76%, okay. So, wir werden mal gucken, ob wir... Na, das geht hier nicht. Das Problem ist... Ich müsste in den Mods nach vertikaler horizontal, naja, also nach oben Energie gucken. Aber wir haben momentan halt nur den und der würde genau dahin gehen. Alternativ können wir ihn dahin bauen. Dann geht er auf eine obere Ebene. Doch, das würde theoretisch gehen. Dann könnten wir damit die Roboterteilefabrik versorgen. Wie viel kostet die? Kostet 15 Stahl. Das würde gehen. Wenn wir die hier hinbauen, dann würde die Energie hier weiterleiten. Dann müssten wir uns tatsächlich nur Gedanken um den machen und in dem Moment die Roboterteilefabrik hier abkapseln. Das geht, Leute. Das geht. Ich glaube, wir machen das auch so. Wir bauen das alles. Wir bauen das alles vor. Planen das alles vor. Einmal hier lang. Ich möchte die Energie wirklich hier auf den Wegen lang führen. Bis nach da. Also, einmal, wir machen hier mal so einen Vierkopf hin. Überall, wo wir uns irgendwo hinbewegen, machen wir so einen Vierkant hin. Einmal da lang. Einmal dahin. So. Ich weiß, die Dinger sind etwas teurer, aber das ist mir in dem Fall tatsächlich sogar egal. Und hier, ja, das geht. Mega. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann können wir nämlich hier noch Holz speichern. Das wäre super. Und hier kommt dann eben einer nach oben. Blub. An die Stelle. Jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das sollte gehen. Genau, an die Stelle. Versorgt das Teil. Dann können wir hier noch einen weiteren Holzspeicher draufstellen. Denn der ist voll. Aber das wäre natürlich doof. Jetzt muss ich mal gucken. In Beverly Hills sind wir nämlich voll. Na, wir haben unsere Holzspeicher alle voll. Und das ist natürlich ärgerlich, weil wir noch Holz abbauen könnten. Und weil dann gerade die Eichen hier nicht weiter wachsen. Ne? Ist offensichtlich. Wenn er steht und fertig ist, dann wächst er halt nicht weiter. Ne? Das ist halt einfach so. So, der Tank ist voll, das Wasser ist da, wir sind am Pumpen, wir sind am Bauen und unser Motor ist fertig. Ha! Mega! Cool! Das heißt, wir können jetzt als nächstes die Zentrifuge priorisieren. Wenn wir dort genug Metall haben und das erste Extrakt rauskommt, dann bauen wir uns mal richtig krassen Sprengstoff. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd.